Hallo und herzlich willkommen zurück zu Divinity Originals in 2. Ich habe ein bisschen was angezündet, nicht wundern. Wir sind hier auf der Rachefürstin, glaube ich. Und rein theoretisch haben wir Sachen vorzulesen. Die Arena des Einen. Genau. Wir haben die Barke erreicht. In dem Augenblick, als der letzte Gott fiel, in so kurz vor Zwischenstand, ist die Maladie erschienen und hat uns gerettet und hat uns aufgefordert, mit der Galionsfigur der Rachefürstin zu sprechen, wenn wir zur Abreise bereit sind. So. Während wir hier noch rumstehen, können wir uns mal mit den Leuten unterhalten hier. After all that's just happened, life, every flawed morsel of it, seems more precious to you than ever. You look around at those who have accompanied you so far. In each one, something unique shines through. Divinity has eluded you so far, but life, life beats strong within you, here and now. Who knows what lies ahead for you, for your companions? Your quest failed. The void is growing stronger, and the hall is dark. You feel the need for some affection. Perhaps they feel it too. Was meinst du, soll ich eins nehmen? Ja, einfach für den Awkward-Moment möchte ich das gerne mal. Gucken, was er antwortet. Okay. Die roten Prinzen gucken, fragen, ob er mit dir kommt, damit ihr einen privaten Moment erleben könnt. His smile is like a conquest. His chest swiftly moved against yours, a battalion ready to breach. So genau will ich das gar nicht wissen. When all is at its darkest, the soul longs for the light of love. Gott, das wird ja, das wird sowas von schnulzig. Ich möchte gar nicht mehr hinschauen, ich klicke einfach nur weiter. Lead the way, my darling. As you move to go below decks, the live wood creaks and groans. The steps you thought you knew lead you to a part of the ship you've never seen before. A newly carved nook that smells of resin and wood chips. Touching the wall beneath your fingers, the live wood hums at your touch. You understand that the Lady Vengeance has carved this space for you, in gratitude for your help. You enter. And feel the presence of the ship recede, offering you the total privacy of a moment alone with your companion. The first moment you have been truly alone together. Well, well. It's not the top of a white marble tower upon which a bed awaits beneath an infinity of stars, but I suppose it'll have to do. He walks over to the bed, sits down and pats it invitingly with his hand. Come, sit next to me. I've got something for you. Irgendwie fühle ich mich gerade nicht wohl. Was spielen wir hier eigentlich? Naja, mach mal, was er sagt, ne? As you sit down next to him, he produces from the depths of his garb a magnificent glass bottle, delicate of shape and sapphire of color. I've held on to this ever since my expulsion from the Forbidden City. I was going to open it upon my return, but this... He looks you lovingly in the eyes. This is an even better occasion. Aha, was ist denn in der Flasche drin? Wine. But no ordinary wine. This was made from the grapes of vines that meander along my palace's walls like the curious fingers of lovers. It's a drink sought after by emperors and artists and philosophers. One bottle such as this can ransom a king. Kann man damit auch ein Gott freikaufen? Time will tell. He pours two glasses from the bottle. The wine is so dark as to be almost black. He holds out one of the glasses to you. Here, let's toast. To us.
Klar, warum nicht? You drink, and it's magnificent. A taste that is warm and sensuous, like a prelude to ecstasy spreading itself through your veins. Then, just as sensuous, his hands are like the vines he spoke of as they meander all over your body. Was meinst du? Soll ich zwei drücken? Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt eins mache. Das könnte ihnen nachher total eine Schelle geben. Wenn wir nachher wieder auf Sada treffen. Andererseits, dann werde ich ziemlich eifersüchtig. Das wird wahrscheinlich auch lustig. Ha. Was meinst du? Was nehmen wir? Mir egal, aber das ist beides interessant, glaube ich. Ja, wir machen mal die Eins, ne? Ich bin mal gespannt, was passiert. You kiss and you keep kissing, entangled in one another's arms. All the while you pull at each other's clothes, until finally the very last of them is discarded upon the floor. Sabil, to behold you in this naked glory is to surmount the boundaries of existence and step into a more perfect universe. Let gods and divines keep their powers. To feel you, and taste you, and be with you is all I need. I hunger for you, Sabil. There's no stopping me now. His mouth against your ear, he whispers. How do you want me? Naja, machen wir die goldene Mitte. I need but to be myself. He picks you up with arms strong enough to move boulders, kisses you eagerly, and lays you down upon your back. He leans over you, his hands traveling up along your inner thighs, his breath and his body hot along all of your length. Was spielen wir hier eigentlich? Spielen wir jetzt ein Rollenspiel? Oder habe ich jetzt hier versehentlich ein Porno angemacht? Even if you go on to become a god, you will always remember this night. And there it is. Ah, wie schön, ich brauch's, kann's direkt wegenden. Ah, es fade to black, ganz langsam natürlich, ne? Oh Mann, ey. Tja. Schönes Thumbnail. Oh, hab ich's gerade weggemacht, schade. Was haben wir hier? Ja, nice. Wo ist denn der Ausgang hier? Hier gibt's keine Tür. Aber immerhin, ich habe hier Zeug, was ich looten kann. Das ist. Da hat sich das ja schon gelohnt. Ein großes Bild. Das nehmen wir auch mit. Now is not the time for a bath. Na toll, ich kann nicht handeln, weil Ivan das ganze Geld hat. Ich weiß gar nicht, wie ich hier rauskommen soll. Das ist bestimmt irgendwo eine Tür. Oder ich muss den roten Prinzen ansprechen. Eine Tür finde ich nicht, ja. Ja, dann musst du mit ihm reden, ja. You wake, and all is warm and smooth and just as it should be. The Red Prince's hands still glide along your every curve. My word, I just can't bring myself not to touch you. Oh, die Pflicht ruft, ne? Yes, with the voice of a vicious old crone. He rises and starts to dress. You follow suit. To see you dress. Truly, the world has never witnessed a greater crime.
Gut. Wir sind wieder oben. Mario, du musst mit Fane auch unbedingt mit Yvonne unter die Decke. Du kannst ja mal eine Maske anziehen, das wird bestimmt lustig. The demon. He keeps our souls. He keeps them all forever. I see it all. I see it all. How could you? I'll never be free of him now. Do you understand that? I'll never be free of him now. Tja. Was passiert ist, ist passiert. Und im Endeffekt konnte nur einer überleben. I guess it was always going to be you, wasn't it? I hope you're happy. Nur so ein bisschen tut mir die Hose leid. Ja. Aber Highlander, das kann nur eingeben. People are going to perish. People are going to die and I can't stop it. She'll do it now. She'll never stop. She'll never stop. Gut, aber die haben sie auch einen Pakt abgeschlossen, der schlecht war für die. Ja, die sind ja mit dem Bösen zusammen gewesen, also. Yep. It's been rather difficult to get any work done with all this commotion lately. I hope there'll be fewer distractions from now on. So Fane also, könnte vielleicht. Ich aber auch. Fane wusste es ja auch nicht. Aber bei mir wär's, ich bin ja eher gleichgültig. Nee, ich meine, weil wir jetzt ja, wir haben ja erfahren, was passiert ist. Und die wollen ja eigentlich nur ihre Welt zurück. Mhm. Andererseits, wir leben in der Welt. Ja, ist doch so schön, ein Unrecht macht ein anderes nicht ungeschehen. Also macht man noch mehr Unrecht. Ja. Deswegen, Tabula rasa, wir müssen einfach von dem, was jetzt ist, ausgehen. Kann ich immer nur auf die Vergangenheit gucken, ne? Ja, der hat tolle Waffen, aber ich habe kein Geld. Der hat schon wirklich nicht schlechtes Zeug. Huch. Ich habe Beutel mit erstklassigen Feen und Sternstaub. Das ist allerdings gestohlen. Ich verkauf's mal an ihm, dann bin ich los. Bevor es irgendwie schief geht oder so. So, schon mal das. Ja, er hat tolles Zeug. Eine Waffe namens Hack Hack Hack. Das Problem ist, das Zeug, was er hat, nützt meinen Fähigkeiten nicht gerade richtig. Da wäre innen drin, plus ein einhändig. Ne, das würde ja auch nichts bringen. Haben wir noch einen, der handelt? Das Kind. Not many things I can fetch around here, but who cares, eh? Look at this place. Wir haben doch irgendwo noch einen, der wahrscheinlich noch mehr handelt, oder? Naja.
Gut, das sollte erstmal reichen für die Folge. Danke fürs Zusehen. In der nächsten Folge geht die Story dann weiter.